Mahlzeit und herzlich willkommen bei Ollis Tubes. Ich bin der Oliver und wir spielen hier mit Röhrenradiotechnik aus dem letzten Jahrtausend. Wir sind immer noch im Jahr 1930 bei unserem Westinghouse WR48 und in diesem Teil konnten wir dank eurer Mithilfe das Schaltplanrätsel lösen. Und wenn ihr dann noch wissen wollt, was ein Frankenstein-Poti ist und wie man sowas herstellt und ein bisschen Spaß an automatischer Lautstärkeregelung habt, dann seid ihr genau richtig hier. Jetzt habe ich ja von euch letzte Mal so viele nette Hinweise bekommen, wie man hier den entsprechenden Schaltplan zu finden kann. Und ein lieber Kollege hat mir diesen Link hier geschickt. Und zwar gibt es hier eine Cross-Referenzliste zwischen den Geräten von RCA und den anderen dort beteiligten Firmen, sowie General Electric, Westinghouse und Graybar, das sagt mir so überhaupt nichts. Und da finden wir nämlich hier unseren Westinghouse WR48 und würde entsprechend dem Modell von RCA Victor mit der Nummer 118 sein. Und damit sollten wir jetzt eigentlich in der Lage sein, den entsprechenden Schaltplan zu finden. Und mit dieser Modellnummer finden wir dann auch ganz schnell die entsprechenden Schaltpläne. Nein, wir wollen keinen Ventildeckel haben, sondern wir wollen den Schaltplan zu diesem Gerät haben. So, und das finden wir hier. Antique Electronic Supply. Tubesandmore.com. Sehr schön. So, und hier haben wir alles drin. Es gibt noch eine klitzekleine Kleinigkeit zu beachten hier. Und zwar scheint es von diesem Gerät, den 118er von RCA bzw. Westinghouse WR48, zwei verschiedene Versionen zu geben. Und zwar gibt es hier eine Version, die hat eine 42er Röhre als Lautsprecherröhre verbaut hier. Das Gerät, was ich hier habe, hat ja eine 41er Röhre. Ich habe also jetzt vorhin mal nachgeguckt und habe nachgelesen in einem Forum, dass das hier die neuere Version ist und die mit der 41er Röhre ist die ältere Version. So, das heißt, da müssen wir ein bisschen aufpassen, wenn man die Pläne hat, dass es auch wirklich das Gleiche ist, weil offensichtlich gibt es noch einen weiteren Unterschied, der in einem dieser Widerstandsnetzwerke hier zu finden ist. So ganz klar war dieser Foreneintrag nicht, den ich da gelesen habe. Also, ich brauche nicht diesen Schaltplan, sondern diesen hier. Hier ist die 41. Und wo wir gerade schon mal hier sind, können wir hier mal einen Blick auf die Verdrahtung von dem Lautstärkepotentiometer werfen. Ihr erinnert euch vielleicht, da war ein kleiner Verdrahtungsfehler drin. So, das Lautstärkepotentiometer ist erstmal sehr schlecht zu erkennen, weil die Auflösung von diesem Plan ist miserabel. Aber das ist hier unten. So, und hier sehen wir den Schleifer. Der Schleifer, machen wir ein bisschen größer. Und der Schleifer wird hier über diesen Koppelkondensator über die abgeschirmte Leitung auf das Gitter 1 dieser Röhre angeschlossen. Das ist die 6B7. Detektor und Automatic Volume Control, das macht diese Röhre. So, und was mir jetzt auffällt, ist, dass dieses Potentiometer 1, 2, 3, 4 Anschlüsse hat. Was schon mal ziemlich blöd ist, weil das, was hier reingebraten ist, hat leider nur 3 Anschlüsse. Und die Verdrahtung von dem Potentiometer ist hier so gemacht, das untere Ende ist das kalte Ende. Das ist einmal hier angeschlossen, einmal hier angeschlossen und geht quasi hier oben hin. Und zwar an die Kathode von dieser Röhre. Bei der Röhre ist ja die Kathode das Bezugspotential und deswegen hat man wohl auch das kalte Ende dort angeschlossen. Heißt aber auch, hier seht ihr diesen Widerstand, der hier eingebaut ist von, ja, ich rate mal, dass das 5 Kiloohm sind.
Und dieser Widerstand ist dafür da, um hier den Arbeitspunkt von dieser Röhre einzustellen. Dieser Widerstand hier in der Kathodenleitung sorgt dafür, dass die Kathode nicht direkt mit Masse verbunden ist, sondern ein etwas höheres Spannungspotenzial bekommt von, ja, ich weiß nicht, kann man das hier gerade sehen in dem Plan? Ist jetzt hier nicht eingetragen, aber irgendwie was vielleicht nur mit 2, 3 Volt oder so etwas wird es vielleicht sein. Schätze ich jetzt einfach mal. So dass quasi das Gitter, was ja hier, wo ist das Gitter? Ich hole das mal her. So, das Gitter ist hier. Mache ich mal in Orange. Und das Gitter ist hier angeschlossen über diese Leitung an das Lautstärkepotentiometer. Einmal hier und hier an Masse. So, das heißt, hier ist auch zwar ein Widerstand drin, das heißt aber, gleichstrommäßig liegt das Gitter an Masse. Also gleichspannungsmäßig ist hier 0 Volt. So sollte es sein. Und wenn ich jetzt das Steuergitter, die Kathode über den Widerstand hochlege, dann kriegt die Kathode eine Spannung von plus 2 Volt. Heißt am Ende, das Gitter ist 2 Volt negativer als die Kathode und damit ist der Arbeitspunkt der Röhre eingestellt. Ich hoffe, ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. Das ist die vollautomatische Gittervorspannungserzeugung. Und das NF-Signal, was jetzt zum Gitter 1 der Röhre führen soll, das wird hier über den Koppelkondensator hier eingebracht. So, jetzt haben wir wieder unseren Lautstärkepotentiometer. Das ist nämlich der Schleifer, deswegen ist hier so ein Pfeil hier. Der sagt einfach, dass das der Schleifer ist. Und ja, und der Schleifer kann halt zwischen Kathode und maximalem Signal auswählen, wie hoch die Spannung ist, die hier an die Röhre gebracht wird. So, und das NF-Signal wird hier oben eingespeist an das heiße Ende des Lautstärkepotentiometers. Das ist hier eine abgeschirmte Leitung, deswegen ist das so komisch dargestellt. Und das NF-Signal kommt von hier. Das ist nämlich der Punkt, wo der Detektor drauf arbeitet. Die zwei Dioden, die hier eingebaut sind, die arbeiten hier oben dran an diesem letzten ZF-Filter. Und somit entsteht hier die NF und das Nutzsignal, was wir eigentlich hören wollen. So, und jetzt fragt man sich, wozu ist der Anschluss hier gut? Diese grüne Leitung hier ist ein Teil der automatischen Lautstärkeregelung. Und zwar beeinflusst die das Gleichspannungspotenzial am Steuergitter von dieser Zwischenfrequenzverstärkerröhre. Je negativer diese Steuergitterspannung ist, desto geringer ist die Verstärkung, die diese Röhre hier bringt. Und diese negative Spannung, die kommt hier oben rüber zustande. Hier, dann hier. Und wird quasi hier direkt an diesem Punkt erzeugt, nämlich durch den Detektor. Und der Detektor erzeugt eine entsprechende negative Spannung, die umso negativer ist, desto stärker der eingestellte Sender ist. Und um euch das zu zeigen, habe ich jetzt hier mal mein Multimeter genommen, habe das hier parallel an den Lautstärkeeinsteller angeschlossen, ne, die Minusseite an das kalte Ende. Die Plusseite vom Multimeter, dann das heiße Ende von dem Lautstärkeeinsteller und wir messen hier schon eine Spannung von 0,75 Volt. Also da fließt ein kleiner Strom durch den Lautstärkeeinsteller durch und parallel dazu habe ich noch das hier genommen. Jetzt habe ich hier noch meinen Prüfsender genommen. Prüfsender und Radio sind natürlich aufeinander abgestimmt. Das habe ich jetzt mal gemacht. Und die Ausgangsspannung von dem Prüfsender, ja, ich sag mal ungefähr 100 Mikrovolt. Wenn man dieser Skalierung da noch trauen darf. Und jetzt drehen wir das mal langsam auf. Und dann könnt ihr mal gucken, wie sich die Spannung an dem Lautstärkepotentiometer verhält. Irgendwann hören wir dann auch mal den Ton. So, da hören wir schon ganz leicht was im Hintergrund. Ein Millivolt. Und ihr seht, die Spannung wird langsam mehr. Nicht? 5 Millivolt. 10 Millivolt. Ja, ich meine, der gibt jetzt bis 100 Millivolt. Das ist natürlich ja, für so ein Radio weit mehr als das, was die Antenne wahrscheinlich normalerweise bringen wird.
Also ihr seht, die Spannung ist schwer abhängig davon, wie hoch das Signal ist, was an der Antenne ansteht. Das heißt also, die Spannung, die hier anliegt, bestimmt also maßgeblich die Verstärkung des Zwischenfrequenzverstärkers. Heißt also, wenn diese Spannung hier nicht mehr so ist, wie sie sein soll, weil wir haben ja hier ein falsches Lautstärkepotentiometer drin, was nicht diesen Anschluss hat, ja, könnte eine Erklärung dafür sein, dass das Radio nicht besonders laut spielt. Moment, da war doch noch was. Vielleicht erinnert ihr euch ja noch an dieses Gemurkse hier. Ihr könnt ja mal ein bisschen näher rangehen. Und zwar diese Lötstelle hier, wo nichts dran ist. So, und das hier, was ich ursprünglich für einen Keramikkondensator gehalten habe, was natürlich Blödsinn ist, ist nämlich ein Widerstand. Und dieser Widerstand hat etwas mehr als 1 Megaohm. Und wenn ich das jetzt weiterverfolge und diesen Pin jetzt hier am Steuergitter der Zwischenfrequenzverstärkerröhre anklemme, dann seht ihr 0 Ohm. Heißt also, dieser Draht hier, der da geht zum Steuergitter von der Zwischenfrequenzverstärkerröhre. Da seht ihr das. Das heißt, wir befinden uns hier an der grünen Leitung von der Zwischenfrequenzverstärkerröhre, die 6D6. Und wenn ich das jetzt hier mal weiterverfolge über den ZF-Transformator, lande ich hier auf einem Megaohm Widerstand. Und dieser 1 Megaohm Widerstand ist überhaupt nicht angeschlossen. Der hängt quasi in der Luft. Und damit bekommt das Steuergitter hier überhaupt keine gescheite Gittervorspannung. Eigentlich kann die Röhre so gar nicht wirklich arbeiten. Hat also jemand gedacht, hier den 4. Anschluss, den können wir einfach mal weglassen, den braucht kein Mensch. In diesem Fall leider falsch. So, wenn ich das hier unten richtig deute, dann sind das hier 2,5 Megaohm als Gesamtwiderstand hier mit einer Anzapfung bei, ja, verdammt gute Frage. So, jetzt habe ich weiterhin nochmal den Lautstärkeregler einmal freigelötet, damit wir hier mal gucken können, was da überhaupt eingebaut wurde. Wenn das so verfuschelt ist, wer sagt denn nicht, dass da noch ein blödsinniger Wert für den Lautstärkeregler verwendet wurde? Und wenn ich mir das jetzt hier so angucke, ja, dann sehe ich hier 60 Kiloohm. 60 Kiloohm, was für ein komischer Wert. Also dieser Lautstärkeregler, den können wir an der Stelle nicht wirklich gebrauchen. Der macht uns sonst die ganze Regelspannungserzeugung durcheinander. So, wollen wir das Ding mal hier rausholen. Ich habe auch noch nicht gemacht. Mit dem Steckschlüssel im Röhrenradio gearbeitet. Kommt so oft nicht vor, ne? So, machen wir die Schrauben mal so lange wieder hier rein. Dann verschwinden die auch nicht. So, und jetzt müssen wir mal einmal die zwei Drähtchen hier ablöten von dem einen Ausschalter. Also, ich habe jetzt hier ein klitzekleines Problem. Dieses ist ja das Poti, was da eingebaut war, was da nicht wirklich hingehört mit dem Ein- und Ausschalter. Und in meiner Kiste habe ich was annähernd Passendes gefunden. Hier gibt es ein Poti, das hat 3 Megaohm, aber keinen Schalter. Dann habe ich hier noch eins, das hat 5 Megaohm und auch keinen Schalter. Die Idee ist jetzt, das Ganze soll ja hier laut dem Plan 2,5 Megaohm haben, mit einer Anzapfung, deren Wert ich hier leider nicht entnehmen kann. Ich weiß also nicht, an welcher Stelle des Potentiometers hier das abgenommen wurde, die Steuerspannung für die Röhre dort. Das bedeutet, der Plan ist jetzt, ich werde jetzt dieses Potentiometer hier nehmen, das hat ja 5 Megaohm, und anschließend werde ich dann
einen Widerstandsteiler parallel dazu schalten, um dann entsprechend das einzustellen. Und damit ich hier einfach ausprobieren kann, wo das Radio am besten spielt. Das ist zumindest die Idee. Mal gucken, ob es funktioniert. Also, ich werde also auch noch probieren, ob ich irgendwas mit dem Schalter hier anfangen kann, um das Ganze wieder so funktionsfähig zu machen, wie es war. Ja. So, das habe ich schon auseinandergenommen. Das war hier nur so umgebörtelt. Der Achsdurchmesser von den dreien. Also den tun wir mal zur Seite. Wir nehmen jetzt den hier. Also Achsdurchmesser passt. Das ist kein Problem. Jetzt muss ich das hier irgendwie da rauspopeln. Weil, ja, diese Schleifbahn hat ja nur 60 Kiloohm und das brauchen wir nicht. Also holen wir das jetzt hier raus. Zu verlieren haben wir nichts, weil für was anderes kann ich dieses Boot hier sowieso nicht gebrauchen mit 60 Kiloohm. Also ab dafür. So, das war schon mal eins. Einmal flugs die Nieten ausgebohrt und zack ist das Ding auseinander. Eieieiei, also das ja mal, das ist hier ein Kohleschleifer. Eine Feder hier und der Kohleschleifer läuft hier auf der Kohle. Also das ist ein tolles Poti. Oha, hoffentlich passt das mit dem hier irgendwie zusammen. Nachdem das du mit dem 5-Mega-Ohm-Poti nix war, habe ich mir dann doch noch das andere 3-Mega-Ohm-Poti vorgenommen, habe das zerlegt und habe jetzt die Widerstandsschleifbahn da rausgeholt. Und das ist das, was ich jetzt gerade mache. Ich versuche, das Loch in der Mitte einmal aufzubohren etwas, damit das nämlich in das alte Gehäuse von dem originalen oder besser nicht originalen Poti reinpasst. Wir wollen ja schließlich den Ein-Ausschalter behalten, ne? So, und schon passt die Schleifbahn in das alte Poti rein. So, und zu vorletzt müssen wir jetzt noch einmal den Messingschleifer umoperieren von dem, ja, in Anführungszeichen originalen Poti auf die neue Schleifbahn. Jetzt operieren wir noch wieder das originale Anschlussfähnchen da wieder dran. So, jetzt müssen wir noch schnell die Feder wieder mit dem Anschlussfähnchen einmal verlöten. Und schon ist unsere neue Schleifbahn fertig. Jetzt stecken wir das Ganze einmal zusammen und prüfen einmal, ob wir die Feder nochmal korrigieren müssen, damit auch ja, es immer Kontakt gibt beim Drehen und nicht bei irgendeiner Stelle eben Wackelkontakte entstehen. Also die Feder in der Mitte sollte ausreichend Vorspannung haben, damit eben der Schleifer immer ausreichend mit dem mittleren Lötanschluss Kontakt bekommt. Ja, das probiere ich jetzt gerade mal aus. Und was man dann noch beachten sollte, war der Schleifer, der auf dem Kohlestück schleift, ist ja jetzt ein Messingschleifer, der sollte auch nicht zu doll da drauf drücken. Den habe ich also absichtlich etwas so justiert, dass da weniger Andruck ist, weil ja, es schleift halt direkt auf dieser dünnen Kohlebahn und man möchte das ja nicht rausschleifen oder rausschnitzen. Das soll er noch ein bisschen halten, denke ich mir, ne? Und damit das Ganze besser flutscht, haben wir noch ein bisschen von dem blauen Fett da dran gemacht. Das ist dieses Polfett, was mir jemand mal freundlicherweise zugeschickt hat. Ein bisschen von dem blauen Zeug habe ich auf die Welle draufgegeben, auf die Messingfeder in der Mitte und auf die Widerstandsschleifbahn. Wie man an den blauen Fingern wunderbar erkennt. Und bevor wir das zusammensetzen, versorgen wir noch ein bisschen den Schalter, also die Kontakte mit Kontaktfett, damit das auch weiterhin schön sauber bleibt. Es gibt nichts Blöderes als diese Börtelverbindungen. Kann man schlecht wieder zumachen. Also nach ein paar ziemlich unschönen Worten habe ich das jetzt hier wieder zusammengebaut. Also, wie man sieht, ist alles andere als hübsch. Aber ja, es funktioniert jetzt wieder. Und das werde ich euch jetzt einmal zeigen. Und zwar haben wir jetzt hier wieder unser Multimeterchen hier angeschlossen. So, jetzt könnt ihr sehen, was wir da ungefähr so eingestellt haben. Messbereich ist wieder
5 Megaohm. Das da ist 5 Megaohm hier an dieser Stelle. Und wenn ich jetzt hier drehe, dann kann man hier wunderbar sehen. Das geht hier, ja, geht leider nicht ganz auf 0. Das heißt, die Lautstärke wird nicht hundertprozentig auf 0 einzustellen sein. Aber ja, das ist eben so. So, wenn man jetzt in die andere Richtung dreht, dann kommen wir hier an bei unseren ungefähr 3 Megaohm. So, wenn ich das jetzt auf die andere Seite umklemme, haben wir jetzt 0. Das ist Lautstärke volle Pulle. Und in die andere Richtung haben wir wieder unsere 3 Megaohm. Das Ganze läuft auch schön glatt. Also keine Wackelkontakte oder irgendetwas da drin. Das ist in Ordnung. So, jetzt gucken wir einmal noch den Schalter. Denn deswegen haben wir den ganzen Scheiß ja gemacht. Dann nehmen wir mal den Messbereich auf mal 1. Und dann haben wir jetzt eingeschaltet, wie man sieht. Jetzt schalten wir mal aus und dann geht es schon aus. Also auch das funktioniert. Jetzt machen wir noch eine kleine Isolationsprüfung, weil ihr habt ja vorhin das Innenleben von dem Schalter gesehen. Naja, nicht sehr vertrauenswürdig. Also das ist jetzt einmal der Schaltkontakt. Solange sich die Klemmen nicht berühren, haben wir hier unendlich hohen Widerstand. Wenn der ausgeschaltet ist, das schalten wir mal ein, dann sollte er ja auf 0 gehen, genau. Und wenn ich jetzt einmal gegen das Gehäuse messe, sollte da eigentlich gar nichts kommen. So. Tut es auch nicht, außer ich fasse da an. So, anfassen wollen wir da nicht. Also das ist in Ordnung. Und den anderen Kontakt, das ist auch in Ordnung. Also das wollen wir mal ein bisschen Fufu machen. 2000 Volt. Das ist gut. Das ist auch gut. Ja, wunderbar. Somit ist das Kapitel fast abgeschlossen. Entschuldigung, aber diese kleine Spielerei konnte ich jetzt nicht sein lassen. Dafür ist auch ein Isolationsprüfer gut. 2000 Volt. Schöne Bildstörung. So, dann machen wir hier noch eine schöne Scheibe drunter, damit auch die Mutter sich nicht so schnell löst. Und dann schrauben wir das Ganze noch fest. Und dann können wir das wieder endlich zusammenbauen. So. Wunderbar. So, jetzt machen wir das hier hinten noch sauber, diese Lötösen hier, wo die Netzzuleitung angeschlossen ist. Da muss ich mir sowieso noch was einfallen lassen, weil das ziemlich nah am Chassis hinten dran ist. Das ist sowas, das gefällt mir da nicht wirklich. Also, man sieht hier, dass man das früher nicht so eng gesehen hat, hier mit den Abständen zwischen Netzzuleitung und Chassis, nicht? Also, das sind hier über einen dicken Daumen geschätzt, vielleicht gerade mal 2 mm, wenn das hochkommt, die das zum Gehäuse hier Abstand hat. Ja, und damit ich mich ein bisschen besser fühle, machen wir jetzt hier so einen Schlauch hier drüber. Hier auch. Und dann machen wir hier noch was hinter hier. Das ist auch nicht so schön, dass das hier so nah da dran ist. Und deswegen nehmen wir jetzt zum Beispiel das hier. Das kann man einfach hier hinterschrauben. Und dann haben wir da noch mal eine zusätzliche kleine Isolierung, die dafür sorgt, dass das nicht ans Chassis einfach so drankommen kann, hier hinten. So, ich klebe das jetzt also einfach hier an. Und damit das da bleibt, kleben wir das hier ganz nah an den Schrauben dran. Und dann wird das mit festgeklemmt, wenn ich den Winkel dort wieder festschraube. Dann kann das auch nicht mehr abfallen. Leider ist das naja, ein paar Millimeter einfach zu kurz, sonst hätte ich da 2 Löcher reingemacht. Aber so geht das auch.
So, jetzt habe ich das hier so richtig sauber gemacht hier drumherum, damit man sieht, dass auch wirklich jede der Litzen hier vorne mit zusammengedröselt ist und nicht hier irgendwo einfach an der Seite einer rausguckt und dann vielleicht irgendwo eine Verbindung macht, die da nicht so hingehört. Deswegen immer schön sauber machen hier. Gerade bei diesen Stoffleitungen ist das eine ziemlich, naja, fisselige Angelegenheit. So, aber ich glaube, so kann man das jetzt lassen. Jetzt verzinnen wir das Ganze, damit das anständig da reinpasst. Knipsen wir das noch ein bisschen ab. Und jetzt haben wir einen schönen Anschluss hier. Das gleiche machen wir jetzt hier. Sieht man hier, die ganzen Fusseln hier mal ein bisschen wegschneiden. Da sieht man schon, da ist ein Draht, der da so rauspiekst. So, ich habe jetzt hier noch so ein bisschen von dem Schlauch hier mal abgeschnitten und den werden wir jetzt hier noch so ein bisschen drüber ziehen, hier über die Drähte, weil das mir doch ein bisschen ausgefranst ist, die ganze Geschichte hier. So, jetzt müssen wir noch einmal gucken, welches von den zwei Drähten hier das kalte Ende ist. Ich habe jetzt hier... So, dann seht ihr wieder mein Widerstandsmessgerät. Der Bereich ist oben mal 100. So, und den kalten, den finde ich einfach, wenn ich den gegen Masse messe, dann sehe ich hier, da ist nichts. Und da haben wir einen Durchgang, das ist 7 Kilo Ohm. Das müsste der Kathodenwiderstand von der Vorstufenröhre sein. Das blende ich euch gerade mal da oben ein. So, da das kalte Ende ist, müssen wir den natürlich an der Stelle anlöten, wo der Schleifer ist, wenn der Lautstärkeregler ganz zugedreht ist, also quasi dort. Der kommt jetzt dran. So, und der war hier dran. Ja, also ich denke nicht, dass das am Ende so bleiben wird, so wie das hier aussieht. Das möchte ich nicht. Aber ich möchte erstmal das Radio zum Spielen bringen. Und für die Schönheit, das machen wir dann später. So, jetzt sehen wir das hier nochmal. Da ist ja noch die Anzapfung von dem Lautstärkepotentiometer. Und von dieser Anzapfung aus ging es ja über den Gitterableitwiderstand und der Ausgangsseite des ZF-Filters auf das Steuergitter. So, und der Anschluss hängt ja nach wie vor in der Luft, sodass quasi diese Röhre hier keinen gescheiten Arbeitspunkt bekommt. Jetzt... haben wir nicht ein Poti hier, was eine solche Anzapfung hier hat. Ich weiß leider auch nicht, bei wie viel Megaohm diese Anzapfung denn da nun sein soll, so dass ich mir da irgendwas einfallen lassen muss. Und an dieser Stelle möchte ich mich von euch verabschieden bis zum nächsten Mal und wir werden uns dann beschäftigen mit der Anzapfung oder mit der fehlenden Anzapfung an dem Lautstärkepotentiometer,
wie wir das Thema beseitigen. Und mit diesem Blick hier auf die Skala und auf meine Messbrücke möchte ich mich dann mal ganz herzlich von euch verabschieden. Schönen Dank fürs Anschauen des Videos und bis zum nächsten Mal und lasst es glühen!